Augentropfen bei Babys und Kleinkindern richtig zu verabreichen, ist nicht einfach und leichter gesagt als getan, vor allem wenn das Kind sich dagegen wehrt. Ich zeige Ihnen gleich eine Methode, wie Sie es auch dann schaffen können. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und hatte in über 30 Jahren viel mit dem Thema Augentropfen verabreichen zu tun, weil sich viele Eltern damit schwer tun. Ich weiß, wie es funktionieren kann und teile gerne meinen Erfahrungsschatz mit Ihnen. Genauso Ideen von den vielen anderen Krankheiten und Problemen, die immer wieder in meiner Sprechstunde auftauchen. Sie finden alle Themen alphabetisch geordnet und direkt zum Anklicken auf meiner Webseite Kinderarzt vom Bodensee. Wenn Sie mein Tun gut finden, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Kanalabo und wenn Sie mich weiterempfehlen. Jeder, der sich schon mal selbst Augentropfen hat geben müssen, weiß um die Besonderheit des Auges bei einem Berührungsreiz sofort zuzukneifen. Dieser Lidschlussreflex schützt das sehr empfindliche Auge vor Berührung mit Fremdmaterial und das macht es bei Babys und Kleinkindern besonders schwer, denn Augentropfen können nur wirken, wenn sie direkt mit dem Auge in Kontakt kommen. Das bedeutet, bei geschlossenen Lidern kommt der Wirkstoff nicht dorthin, wo er soll. Wie also gelingt es, Augentropfen ins Auge zu bekommen? Manchmal gelingt es im Schlaf, wenn Kinder ganz entspannt sind und sich das Oberlid nach oben ziehen lassen. Bei manchen kleinen Kindern kann eine Mitarbeit dadurch erreicht werden, dass man das Augentropfenverabreichen an einer Puppe oder dem Kuscheltier zeigt oder dass das größere Geschwisterchen es vormacht. Aber bei vielen Babys und Kleinkindern ist keinerlei Bereitschaft vorhanden, sich die Augentropfen einfach so geben zu lassen. Dann brauchen sie eine Technik, mit der es dennoch gelingt. Und die besteht darin, dass sie die Oberarme fest an die Ohren drücken und dadurch erreichen, dass das Kind weder den Kopf wegdrehen kann, noch die Hände sie bei ihrer Arbeit stören können. Zu zweit geht das natürlich recht einfach, wenn der eine hält und der andere tropft. Deutlich schwieriger, wenn sie alleine sind. Dann ist eine Möglichkeit, dass sie auf dem Boden kniend die Arme und den Kopf zwischen ihren Oberschenkeln einklemmen. Mit der einen Hand öffnen sie das Auge, indem sie mit ihrem Zeigefinger das Oberlid nach oben und mit dem Daumen das Unterlid nach unten ziehen. So können sie mit der anderen Hand die Tropfen korrekt, also direkt auf das Auge tropfen. Zugegeben, das ist dann eine der Maßnahmen, bei denen die Eltern gegen den Willen des Kindes handeln. Ähnlich wie beim Festhalten der Kinder auf dem Gehweg, um zu verhindern, dass sie über die Straße und in ein Auto rennen. Da geht es nicht um die Frage, ob das Kind es will und gut findet, sondern allein darum, dass diese Maßnahme einfach notwendig ist. Und noch ein Wort zu den Augentropfen. Sie werden das ein oder andere Mal die Erfahrung machen, dass sich eine Augenentzündung trotz der Gabe von antibiotischen Augentropfen nicht wesentlich bessert. Gründe könnten sein, dass es sich nicht um eine bakterielle Infektion, sondern, wie übrigens meistens, um eine Virusinfektion handelt. Da helfen antibiotische, also gegen Bakterien gerichtete Augentropfen nicht. Oder um eine allergische Reaktion, da helfen sie natürlich auch nicht. Oder dass es grundsätzlich gar kein Problem des Auges ist, sondern ein Problem der Nase. Ist sie bei einem starken Schnupfen verstopft, kann das Tränenwasser nicht richtig in die Nase abfließen, staut sich dann vor allem im Schlaf im Auge und führt zum Schmierauge oder zum Augenschnupfen. Da würden dann abschwellende Nasentropfen für die Nase besser helfen oder auch eine Tränenkanalmassage. Über das Schmierauge und den Augenschnupfen inklusive Anleitung zur Tränenkanalmassage gibt es natürlich auch eigene Videos auf meinem Kanal. Wenn Sie das Video gut finden, liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal, schauen Sie meine vielen anderen interessanten Videos zu Schnupfen, Husten, Fieber an. Benutzen Sie auch gern die alphabetische Liste auf meiner Webseite zur Themensuche und erzählen Sie im Bekanntenkreis vom Kinderarzt vom Bodensee.